Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Lass uns mal draußen schauen, wie es aussieht. Es regnet und wir haben hier noch so ein paar Erze, die wir einschmelzen wollen zu Barren. So, ein Iridium-Barren haben wir wieder, vier brauchen wir noch, um irgendein Werkzeug hier zu verbessern. Und ja, wir sehen auch wieder, dass einige Plätze frei werden, um neues Saatgut zu pflanzen. Melonen würde ich, glaube ich, nicht mehr nehmen. Ich glaube, das reicht nicht mehr für den Rest des Monats. Müssen wir mal gucken, was wir stattdessen nehmen. Blaubeeren halt auch nicht, weil die erstmal brauchen und wachsen. Ich würde irgendwas Schnelles nehmen hier an der Stelle. Müssen wir mal bei Pierre gleich vorbeischauen. Ja, 16.000 haben wir wieder. So, und für die Melonen bekommen wir auch einiges an Geld. Schmeißen wir mal alles rein hier. So, und ich weiß nicht, Hopfen bewahren wir vielleicht nochmal wieder auf, falls wir Bier brauen wollen oder sowas. Ja, damit wir einfach mal irgendwas da haben. Wenn, sollten wir doch mal leer laufen, was so die Erzeugnisse angeht. Ja, wenn es regnet, kommen die Tiere natürlich auch nicht raus. Die bleiben jetzt drin und futtern unser Futter. Sternfrüchte haben wir noch in der letzten Folge schnell platziert. Ach, guck mal, hier wird auch schon wieder was fertig. Da haben wir eine uralte Frucht. Ja, hier brauchen wir dann auf jeden Fall auch nochmal wieder was. Da ist ein bisschen Honig fertig geworden. Auch ein Trauerspiel hier mit einem so einem Bienenstock. Keine Milch. Okay, die hatten wir noch nicht. So, und da oben die Kuh. Zack. So, den geht's soweit gut. Dann gehen wir mal zuerst hier rein. So, zu essen haben die genug. Und hier bei den Hühnern mal gucken. Das ist immer das Problem hier an den unterschiedlichen Qualitäten, dass man wirklich immer umpacken muss. Gibt auch die Möglichkeit, hier Tab zu drücken, dann habt ihr die nächste Reihe quasi oben. Dann könnt ihr so lange drücken, bis ihr halt wieder hier die Werkzeugleiste habt. Oh, da habe ich ein Ei vergessen, sehe ich gerade. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Lässt sich alles so gut und schön verkaufen. So, Inventar ist auch fast schon wieder voll. Hier können wir noch mal ein paar Bäume fällen vielleicht. Dass hier wieder ein bisschen aufgeräumter wird. Also hier unten haben wir auf jeden Fall genügend Gras. So, einmal ablegen.
Also die beiden brauchen wir noch für die beiden Goldbarren hier. Uralte Frucht. Wo haben wir die eigentlich? Haben wir die schon irgendwo? Würde sich, glaube ich, hier ganz gut drin machen. So alle exotischen Sachen irgendwie drin. Ja, würde ich, glaube ich, hier erstmal mit reinpacken. Bewahren wir uns auf. Melone, genau, die wollen wir auch nochmal abgeben. Alles klar. Dann auch zu Pierre und dann schauen wir mal, was wir da an Sachen nochmal holen. Feder verkaufen wir, Wildhonig. Ach ja, komm, das verkaufen wir auch. So, den Iridium-Sprengler schleppen wir jetzt hier die ganze Zeit mit. Müssen noch mal gucken, dass wir Abigail finden, der eine Edelwicke geben, bevor Sonntag ist. Dann werden die Geschenke zurückgesetzt. Wollen wir auch nicht verschenken hier. Die Möglichkeit der Beziehungssteigerung. Vielleicht ist er gerade zu Hause. So, wer sucht hier was? Ich hätte gerne etwas Seetang. Ja, zu Lea haben wir schon eine gute Beziehung. Oh, was ist hier los? Du hast mir nichts zu sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Hey, hör auf damit. Wir lassen dich hier kostenfrei leben, bis du mit der Schule fertig bist. Aber du weißt das wohl kein bisschen zu schätzen. Versucht nicht mehr ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, aber über mein Aussehen könnt ihr nicht bestimmen. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, Mutter. Du hast recht, es tut mir leid. Ist jemand hier? Schnell weg. Ich schwöre, in diesem Haus spukt es. Tja, das waren wir. Wir haben es nur mitbekommen. So, hier bitteschön, dein Geschenk. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ja, dann iss deine Blume mal. Entschuldige, ich habe mich gerade mit meiner Mutter gestritten. Tja. Die meisten Leute bleiben an Tagen wie diesen im Haus. Es ist nicht gut fürs Geschäft. Ja, außer wir kommen auch so vorbei. So, 11 Tage, 12 Tage, ist alles nicht so das Wahre. 5 Tage haben wir hier nochmal. Radieschen. Ja, vielleicht wäre ein Radieschen cool. Wir kaufen einfach mal ein paar. Dann haben wir was da. Und Rotkohl wäre eigentlich noch besser. Rotkohl hat richtig was gebracht. Komm, pflanzen wir das an. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen Geld ausgeben, es lohnt sich. Skeletttapete. Ja, Setzlinge müssten wir vielleicht auch nochmal kaufen. Für den Herbst oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie wir da dastehen. Müssen wir mal gucken. Ja. Dann können wir nochmal zum Schmied. Und brechen mal die Geoden auf, die wir so haben. So, was haben wir denn da? Die beiden nur. Ja, schauen wir doch mal. Taucht bei Korallenriffen in der Nähe von Unterwasservulkanen auf. Und Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es dem Museum spendest, Basalt. Ansonsten brauchen wir hier nichts. Werkzeuge verbessern können wir leider nicht. Da wird nichts draus. Wie sieht es denn mit unserer Beziehung zu ihm aus? Haben wir ihm schon Geschenke gemacht? Ja, haben wir schon. Gut, selbst Grobus haben wir schon Geschenke gemacht hier. Mensch, sind wir richtig gut davor. Einmal den Basalt spenden. Ja, wo legen wir den mal hin? Hier das grüne Männchen können wir da runterpacken mal. Gehen wir damit rein. Ja, sieht doch gut aus. Guck mal hier, den hätten wir auch runter zu den anderen Figuren mal legen können. Aber gut. So, wollen wir noch am Strand vorbeischauen? Ich glaube ja. Und dann pflanzen wir den Rotkohl. Dann nutzen wir die Tage hier nochmal ganz gut, um ja dann auch wieder ein bisschen Geld zu machen, wenn der gewachsen ist.
Bei regnerischem Wetter lohnt sich das auch immer nochmal hier vorbeizuschauen. Da sind dann oft viele Sachen am Strand angespült, die wir plündern können. Der Seemann ist auch wieder am Start hier. Der verkauft ja das Meerjungfrauenamulett, damit ihr dann heiraten könnt. Vorher müsst ihr natürlich eine feste Freundin haben mit dem Blumenstrauß. Und dann kriegt ihr von ihm an so einem regnerischen Tag hier das Amulett. Haben wir schon alles gemacht. Penny haben wir geheiratet, die gute Seele des Dorfes. So viel zu tun haben wir jetzt gar nicht. Wir warten halt auch nochmal auf den Sonntag, dann kommt der fahrende Händler wieder. Ach guck mal, hier können wir nochmal den Dünger ausbringen. Bei dem Feld hatten wir den leider vergessen. So, und wir pflanzen Rotkohl. Ja, auch die Radieschen sind natürlich nicht weg. Die können wir dann vielleicht auch nochmal pflanzen. Weiß ich nicht, ob wir das noch diesen Sommer schaffen. Wenn nicht, aber bestimmt im nächsten. Ja, das ist auch super mit dem Gras, dann können wir auch unsere Vorräte mal wieder auffüllen. Ja, hier ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, um das nachher wieder abzubauen. Ja, Gewächshaus ist halt so, dass die immer wieder erntbar sind. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen oder ob wir erstmal draußen umbauen. Ich glaube draußen... Ja, können wir vielleicht im Winter vielleicht sogar umbauen. Müssen wir mal gucken, was im Herbst noch so steht an Pflanzen. Ich meine, wir haben ja auch viel Mais gepflanzt. Und der hält sich ja auch den Herbst über durch. Müssen wir mal gucken. Ich würde eigentlich ganz gerne hier in der Ecke anfangen, aber so wie ich das sehe, haben wir gerade hier den Mais eben gepflanzt. Müssen wir mal gucken. So, die ganzen Korallen, Venusmuscheln und Seeigeln können wir mal hier reinwerfen. Und dann haben wir auch nur noch ein bisschen Saatgut, was wir hier unten in der Truhe verstauen können. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den Iridium-Sprenkler packen wir auch mal mit rein. So, und vielleicht können wir einfach mal ein bisschen angeln gehen. So, Nachtfischen, Glas, Augenbarsch oder der Aal. Ja, ich meine, dass wir das im Herbst machen können. Aber... Lass uns trotzdem mal an den Strand und dann angeln wir da halt nochmal ein bisschen. Iridium-Angel haben wir ja schon, Köder haben wir auch genug. Dann nutzen wir die Zeit dafür jetzt ein bisschen. Wir können natürlich auch im Fluss hier angeln, aber ja, ich glaube, im Aal fängt man in der Regel am Strand. Aber wie gesagt, ich glaube nicht im Sommer. Wir werden schauen, was wir so fangen. Also ja, Hauptsache, da kommt ein bisschen was rein. Und wir nutzen die Zeit hier. Vielleicht finden wir ja auch noch die eine oder andere Schatztruhe und haben Glück, dass da vielleicht noch ein paar Sachen fürs Museum drin sind. Eine Flunder. Und wir müssen auch bald wieder Geld sparen für den Herbst, der kommt. Damit wir auch da wieder entsprechendes Saatgut kaufen können.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass Stardew Valley auf dem Handy, dass es da sehr schwer sein soll zu fischen. Auf dem PC ist es zum Glück einfacher. Also auch hier gibt es natürlich Fische, die extrem schwer sind, einfach weil sie mal aus den Balken raus entkommen. Aber auf dem Handy soll es sehr, sehr schwierig sein. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt. Wie sieht es auf der Switch aus? Ich weiß, dass einige von euch auch auf der Switch spielen. Ja, könnt ihr mal gerne berichten. Würde mich interessieren. Weil hier beim Fischen braucht man halt so ein bisschen Gefühl. Ja, und ein bisschen Glück gehört auch dazu, dass man gerade in die richtige Richtung den Balken ausrichtet hier. Aber wir kriegen das ganz gut hin. Hatte schon schwierigere Spiele. So, vor allen Dingen, wenn wir ein bisschen angeln, können wir auch unseren Angelskill mal wieder erweitern. Vielleicht kriegen wir ja bald mal wieder eine neue Stufe. Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell liegen. Vielleicht bei 8 oder so. Können wir mal gucken. Genau, bei 8 liegen wir. Minenarbeit bei 9 und Kampf bei 8. Also wir müssten auch mal wieder öfter in die Mine gehen. Wenn wir da Sachen abbauen und kämpfen, erweitern wir auch nochmal unseren Skill. Ja, soweit, dass wir dann auf allen Fähigkeiten nachher Stufe 10 haben. Und bei Stufe 10 können wir uns dann auch wieder eine Möglichkeit aussuchen, wie wir halt besser werden. Und meistens profitieren wir da in irgendeiner Weise von. Ja, Köder kosten ja auch nichts hier beim Fischer. 5 Gold, ein Köder. Das ist verschmerzbar, finde ich. Und die Zeitersparnis, die man dadurch hat, fragt mich nicht. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber man merkt schon, dass die Fische ein bisschen schneller beißen. Also ich würde euch das immer empfehlen, sobald ihr eine Angel habt, wo ihr Köder anbringen könnt, auch Köder anzubringen. Ja, wie ärgerlich. Weil jetzt unten auf dem Boden aufgeschlagen ist. Habe den Fisch dann doch nicht mehr fangen können, obwohl er stillgehalten hat. Ja, wäre auch schön, wenn das Lagerfeuer hier brennen würde. Aber bei Regen ist das natürlich nicht so praktisch. Ziemlich schwierig, da ein Feuer aufrecht zu erhalten. Aber so von der Gemütlichkeit her wäre das jetzt ganz passend. So, noch ein Heilbutt. Meine Güte, schon wieder einige Fische gefangen hier. Und die Energie nutzen wir dafür auch ganz gut. Ja, wir kriegen immer eine neue, einen neuen Rekord quasi für einen größeren Fisch. Wenn die etwas schwerer oder größer sind, dann steht da meistens neuer Rekord. Aber frag mich nicht, ich glaube, dafür gibt es im Endeffekt keine Belohnungen. Nur so nice to have. Was haben wir denn hier Schönes in der Kiste? Bisschen Stein, bisschen Holz, ja, super. So, die holen wir uns.
Ja, ein bisschen Gold, Erz und Smaragd, das lohnt sich schon eher als so ein bisschen Holz und Stein. Kann man schon sagen. Tja, Leute, wo ist unser ganzes Geld schon wieder hin? Wir hatten irgendwie über 70.000. Na gut, wer weiterkommen will, muss auch investieren. Das ist einfach so. Und wir haben investiert in Sternfruchtsaat. Wenn die nächsten Weintrauben Weine fertig sind, dann werden wir da auf jeden Fall mal Sternfrucht reingeben. Das gibt dann richtig Kohle nachher. Und wenn wir das dann im Keller auch noch kälten später, zu einer höheren Qualität, dann kriegen wir richtig Geld. Ja, das war nicht so klug. Hätte mich jetzt mal interessiert, was das für ein Fisch hier war. Der war doch schon ein bisschen flinker unterwegs. Skelettschwanz. Cool, den haben wir noch nicht im Museum. Lassen wir im Inventar, nehmen wir morgen mit und geben den einmal ab. So, ich würde sagen, einen Fisch machen wir noch. Unser Angelgerät ist kaputt. Schade. Gucken wir mal, ob wir da noch zu Hause in der Truhe eins liegen haben. Na komm, einen Fisch wollten wir noch haben. Seetang ist zwar auch schön und gut, aber Fische bringen Geld. So, noch ein Heilbutt. Ab nach Hause, jetzt aber schnell hier. Willi geht auch nach Hause, der kommt wahrscheinlich aus der Kneipe gerade. Hat dort so ein Feierabendbier genossen. Ja, genauso wie Pam und Clint. So Leute, wir gucken mal. Heilbutt, 10 Plunder, Rotbarben und Riffbarsch. Ich glaube Riffbarsch. Weiß nicht, ob wir da schon einen haben. Wir bewahren mal einen auf. Oh, guck mal hier, der Smaragd kann auch noch weg. Da haben wir ein bisschen Müll, das kann recycelt werden. Tun wir auch noch was für die Umwelt hier. So, 25 Barren haben wir, Kupfer, Eisen und Gold. Ja, als nächstes wird Iridium-Erz irgendwie in Angriff genommen. Müssen wir aber auch erstmal gucken. Das ist gar nicht so einfach, daran zu kommen. Zumindest am Anfang nicht. Wenn man nachher weiß, wie und die notwendigen Mittel dazu hat, dann ist das auch kein Problem. Aber da müssen wir erstmal hinkommen, Leute. Da müssen wir erstmal hinkommen. So, wo waren hier die Fische? Da. Ne, ich glaube, wir haben nämlich gar keinen Riffbarsch. Gut, dann packen wir den hier mit rein. Da ist auch noch ein Fisch hier, so ein indischer Glaswels. Ja, meine Güte. So, und hier hatten wir doch auch noch irgendwas. Eine durchweichte Zeitung. Du kannst da rein. So, und dann nehmen wir uns Pen. Okay, so viel Zeit muss sein. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So, der kam mit rein. Und hier kriegen wir einen Diamanten raus. Ja, Leute, ich würde das ganz gerne einmal abändern. Ich würde gerne Jade anbauen. So, komm, lass uns hier nochmal kurz gucken.
Ich glaube, wenn ich den jetzt abbaue, kriegen wir noch einen raus. Das ist auch das Schöne, der ist nämlich nicht weg hier, der Diamant. Zack. Ich würde jetzt gerne... Okay, wir müssen ins Bett. Das war knapp. Yay, Fischen, Stufe 8, Angeleffektivität erhöht sich. Wir haben einen Wurmeimer. Frag mich nicht, was man damit macht. Und wir können jetzt verkleidete Dreher und Widerhaken herstellen. Sehr cool. Und ja, wir bekommen auch ein bisschen Kohle. Hier, das Fischen hat uns jetzt einiges eingebracht. Fast 3000 Gold. Hätten wir das jetzt nicht gemacht, ja, hätten wir die 3000 auf jeden Fall weniger. 30.000 haben wir gemacht im Tagesgeschäft. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin.